Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Saira. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und ich würde kurz sagen, kurz und knackig, wir machen weiter mit unserer Level-Challenge da. 20 Sekunden haben wir, um den Weg hier vertikal so gesehen nach oben, wenn wir das so betrachten, bei diesen Lämpchen da. Wir haben so viel Zeit, um diesen Weg zurückzulegen. Wie wir schon das im letzten Part gesehen haben, platzt mir manchmal so der Kragen bei Dingen, die ich nicht auf die Reihe bekomme. Und da bin ich komplett ehrlich. Ich habe, wie gesagt, eine Mini-Geduldschwelle, wenn es um Spiele geht. Und das Spiel, das fordert mich in dieser Hinsicht. Und deswegen würde ich sagen, wir beginnen einfach noch einmal. Wahrscheinlich wird es dieses Mal wieder nicht gelingen. Ja, Pessimismus vor allem. Pessimismus pur. Habe ich es nicht gesagt? wisst ihr was? Ich würde gerne es einfach mal ohne Zeit versuchen. Also, um einfach diese Zeit auszublenden. Und ich würde einfach nur gucken, wie das eigentlich machbar wäre. Schlimm ist eigentlich nur, dass der Char nicht das macht, was ich von ihm verlange. Okay, was müsste hier passieren? Okay, ich muss im letzten Augenblick, müsste ich springen. Gut, und hier wäre so gesehen das Ende dieses Levels. So, ich lasse mich mal sterben. Total gut Deutsch, aber ich wollte es einfach mal nur austesten. So, vergessen wir einfach mal die Zeit. Ich versuche es einfach so gut, wie ich es kann. Wenn es wem nicht passt, vor allem im Spiel, dann ist das so. Spiel, ich hasse dich. Vor allem, es betrifft alle Spiele, bei denen ich irgendwo nicht weiterkomme. Ich beginne sie sofort zu hassen. Okay. Ich halte einfach meine Klappe. Sogar wenn ich meine Klappe halte, tretet mich das Spiel in den Arsch. Ich bin gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat, aber ich habe sogar fest meine Tastatur gedrückt. Sie ist nicht gesprungen. Saira, du machst uns das Leben nicht so einfach, wie wir es gerne haben wollen würden. Schon gar nicht mir. Na los! Was ist denn? Ach, ich habe vergessen. Wir müssen es noch schaffen, dieses Gerät da zu drücken. Ist uns leider nicht gelungen. Deswegen würde ich sagen, wir teleportieren uns ein bisschen zum Checkpoint. Zum letzten Checkpoint, damit das nicht so grausam für Saira endet. So viel Mitgefühl haben wir im Vergleich zu ihr. Bin schon wieder gesprungen. Sie aber nicht. Schon wieder. Habt ihr das eventuell gehört? Ich drücke, aber sie macht nichts. Das ist doof. War meine Meinung zu diesem Thema. Das sieht gut aus.
Es tut mir leid, ich gebe die ärgsten Geräusche von mir, wenn ich mal was schaffe. Okay, Level 2, complete. Passage, Level 2 Passage, so nennt sich das. Okay, der nächste Zugang zu Level Nummer 3 wurde uns jetzt gewährt. Jetzt bin ich gespannt, was auf uns zukommt. Hier ist Level... Oh. Bitte... Seid doch nicht so gemein zu uns. So, hier wird mal abgespeichert. Ich gucke schnell, ob es hier nicht irgendeine Form von Secret gibt. Nein. Op. Nee, gibt es anscheinend nicht. Wir müssen nach links oben, oder? Was mache ich da überhaupt? So. Wieder 20 Sekunden. Hier wahrscheinlich lang. Mach doch. Mach doch. Ich habe kurzzeitig vergessen, wie das eigentlich mit dem Fliegen war. Ich bin gerade mega überfordert und ich glaube, das merkt man auch in diesem Part. Normalerweise habe ich immer so viel zu sagen und dieses Mal geht es einfach nicht. So, noch einmal. Wir müssen es einfach mal versuchen. Das Level 3 nennt sich ja Simplicity. Was? Simplicity. Somit müsste das eigentlich etwas komplett Einfaches sein, aber ich kriege es wie immer nicht hin. So, und hoppsala. Komm schon, spring. Mach doch. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Wo muss ich hin? Ein Moment. Ich muss doch hier... Aha. Ich muss hier nach unten. Okay, ich hab's verstanden. Doch, jetzt habe ich's verstanden. Ich weiß, wo es hingeht. Ungefähr. So. Los, mach doch. Schnell. Oh nein, das wäre doch so schön. Ich muss bei diesen, wie nennt sich das, bei diesen Gittergängen da, ihr hättet jetzt meine Geste sehen müssen, was ich hier gemacht habe, immer gut. Dabei muss ich irgendwie ein bisschen an Zeit gewinnen. Ansonsten, wie ihr seht, alles ist wirklich sehr, sehr zeitknapp. Egal, ob es jetzt um diese blauen Pflanzen ging, die mir Sauerstoff gegeben haben, oder jetzt auch dieser Level hier. Ich merke einfach, wie zeitknapp einfach alles ist. So, noch einmal. Wir müssen es jetzt noch einmal einfach mal versuchen. So. Und eines will ich mir kurz ansehen. Nee, ich muss von hier aus springen, ja. Ansonsten funktioniert das nicht. So. Und es sind wieder 20 Sekunden nur. Also, wenig quatschen, einfach los. Hopp. Da, die bleibt einfach stehen. Ich drücke auf Springen. Spring doch! Sie bleibt stehen wie so eine Eins. Ja! Gut, geschafft. Seht euch das an! Das sind doch 300stel einer Sekunde oder so. Ich hätte es fast nicht geschafft. Gut. Lassen wir das jetzt einfach mal. So, ich habe es verstanden. Was ist das? Die... Ich möchte mir das kurz einfach mal angucken. Bitte? Mach doch! Das ist genau das, was mich hier stört. Ich glaube, ich werde hier... Wie viel Zeit haben wir denn dafür? 22 Sekunden. Uiuiui. Da haben sie uns 2 Sekunden geschenkt. Das Doofe ist... Ja, die springt nicht, die Olle! Ich möchte einfach nur sehen, wo mich dieser Kack so gesehen hinbringt. Aber die Olle, die... Oh, sie springt nicht. Sie macht nicht das, was ich will.
Okay. Keine Sorge, ich versuche das jetzt einfach einmal, ohne jetzt großartig zu jammern. Los! Da! Ja, ich habe jetzt nicht großartig irgendwas dazu zu sagen. 2, 1, los! Sie macht es nicht, was ich will! Einen Moment, ich muss mir kurz was ansehen. Okay. Ich gucke gerade auf die zweite Stufe da. Denn wenn es bei der passt, dann fange ich erst an. Spring noch! Ist das überhaupt machbar? Wie muss das denn gehen? Wie wäre das, wenn ich das so mache? So. Nee. Ja, ich möchte das erstmal kurz ohne Zeitlimit ausprobieren. Mach doch! Okay. Was? Ich versuche das so ein bisschen zu begreifen, wie ich das meistern kann, ohne dass mich irgend so eine Kugel trifft. Ja, sehr logische Folgerung. Das sieht doch jeder Mensch. Aber ich muss es natürlich noch einmal betonen, weil ich auch betonen muss, dass 1 plus 1 2 ist. So, ja, so bin ich nun mal. Das ist genau derselbe Vergleich. Okay. Wie schaffe ich es aber trotzdem? Ich mache es auf die komplett einfachste Art und Weise. Ich versuche es so lange, bis es geht. Okay. Ich weiß ja nicht einmal, wie es nach der letzten Stufe weitergeht. Los! Ich bin gesprungen! Ich habe die Leertaste gedrückt. Sie ist aber nicht gesprungen. Das ist das Problem an diesem Spiel. was das gewesen sein soll, weiß ich auch nicht. Okay. Los. Okay. Was? Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Absolut keine Ahnung. Versuche es hier schon so. Ich dachte, dass ich nach diesen Kugeln da eventuell schon das Ziel haben könnte irgendwie. Aber dann habe ich so oben bei den Lämpchen bemerkt, ich habe noch 11 Sekunden. Das sieht nicht gut aus. Und im selben Moment sehe ich schon, was auf mich zukommt. Oh Mann. Gut. Es wird immer schwieriger. Ich verstehe, aber ich gebe mich jetzt nicht geschlagen. Okay. Sie springt wieder nicht. Wir dürfen uns jetzt nicht aufregen, egal was ich mache. Ich bin ja eh immer schuld. Ich nehme das zur Kenntnis. So, jetzt spring. Spring, du Tuse. So. Okay, 13 Sekunden, 12. 11. Sie springt nicht. Warum springst du nicht? Ich verstehe es nicht. Ich drücke auf die Leertaste. In jedem normalen Spiel bedeutet das Springen. Und sie macht es nicht.
Bitte? Oh, lass mich! Ich mache aus Panik irgendwelche Walljumps. Gut, das hatten wir auch noch nicht. Das müsste ich mal so in Real Life ausprobieren. Ich gerate in Panik und springe über eine U-Bahn durch einen Walljump. Mhm. Aha. Gut. Ich versuche es, glaube ich, noch ein einziges Mal oder so. Und dann werde ich euch mal in Ruhe lassen. Ich werde das Ganze wahrscheinlich vorspulen, weil ich mir so blöd gerade vorkomme. Weil ich das eben nicht hinbekomme. Los! Sie macht es nicht. Sie springt nicht. Sie bleibt einfach stehen und denkt sich, dass die Kante so eine Art wie Klo ist. Und dadurch sie auf dem Topf sitzen kann. Oh, das war wieder ein Ich übersehe gerade so alles aus Frust, wisst ihr? Ich übersehe, wann diese Lämpchen da kommen, wann sie gehen. So, so, so. Los, die ein, zwei Sekunden, die sind mir egal. Was, du bleibst an der ersten Stufe hängen, um Himmels Willen. Los, so, los, schnell, schnell, schnell. Fall runter, um Himmels Willen, so. Was die Lösung ist? Einfach nicht denken. Nicht denken, nicht aufregen, einfach versuchen. Das sollte eigentlich logisch sein. Aber wieso checke ich sowas nicht? Ist egal, wir werden jetzt nicht über meine Kompetenzen und Fähigkeiten diskutieren, denn ich kann sowieso nie gewinnen. Also lassen wir das. Gut, Level 4 haben wir erledigt und ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. So, Level 4 war Electric. Gut, zumindest wissen wir, dass das elektrische Schläge gewesen sind. Naja. Vielleicht haben die uns ja eigentlich nicht getötet, sondern uns eigentlich zum Leben erweckt. Ach, egal. Level 4, gut. Hier gibt's nichts mehr, nehme ich mal an. Also hier gibt's auch keine Secrets oder so. Was? Oh oh. Wisst ihr was jetzt gerade doof ist? Um irgendwo hinzugelangen, um das abzuspeichern, müsste ich jetzt dort nach links gehen. Ich habe Angst. Bitte bleib stehen, ja? Bleib. Bitte, bitte mal. Ja. Einfach nicht sagen. Einfach nicht sagen. So. Ich möchte wissen, was hier ist. Da ist was. Seht ihr das? Links? Da ist was. Was? Moment. Was? Okay, an den... ich kann mich da dann nicht festhalten, oder was? Ich versuch mal was. Kann sie da durch? Nee. Oha, okay, unter uns schlimmert ein Sumpf des Feuers. Okay, ein Moment. Saira, halte dich doch bitte schon an der Wand fest. Gut, sie will nicht. Gut, dann geben wir ihr kurz diese Pause, die ich jetzt auch mittlerweile brauche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden erst im nächsten Part sehen, was das für ein Gerät dort ist, welches dort herumliegt. Ich möchte nämlich nichts in diesem Level vergessen. Ich möchte hier nicht mehr noch einmal rein. Das reicht mir für meine Nerven. Und deswegen würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr euch das Ganze jetzt mal angesehen habt, dass ihr es psychisch verkraftet habt. Und wenn nicht, dann, naja, schreibt einen Brief an meinen Anwalt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.